Hallo Leute! Das ist auch wie Homer Simpson damals. Hallo Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen Video hier. Ich hoffe, euch geht's allen gut. Ich habe einen tollen Gast dabei. Ach, da unten, hallo, was geht ab? Aber zeigen wir heute nicht, das ist privat. Nee. Mein Gast heute ist privat, aber Kim ist auch da. Ich habe mir was überlegt. Vor ungefähr einem Jahr habe ich das mit meiner Schwester gedreht und es war toll. Ich habe es gefühlt und deswegen dachte ich mir, Kim, willst du meine Ja, ich will. Okay. Also. Ich will Essen tauschen und zwar mit Kim für 24 Stunden, weil immer sehe ich in deiner Insta-Story, wie unfassbar geiles Essen du machst und wie toll das immer aussieht und wie gesund und vielseitig und lecker und super. Und das ist halt bei mir in meinem Alltag leider nicht so gegeben und deswegen habe ich gedacht, ich mache das jetzt einfach komplett ich-bezogen, damit ich einen schönen Tag habe und ein geiles Essen habe. Ja. Okay, du hast ein bisschen sehr viel Druck gerade aufgebaut, ob mein Essen jetzt wirklich so gut wird heute für dich. I'm not sure. Dankeschön für diesen Druck. Ich bin auch gespannt, was du so isst. Ich glaube, mein Essen ist geiler. Also ich bin sehr eigen. Ich habe so ganz viele verschiedene Tricks. Okay, ich würde sagen, wir legen los. We arrived in Paradise an meinem Lieblingssupermarkt. Ich bin einfach immer noch verliebt in diesen Laden. Ich könnte da wohnen. Es wäre so cool, ich habe vor eine Nacht im Check-In-Center. Okay, wir trennen uns jetzt, weil wir wollen natürlich vom anderen nicht wissen, was hier eingekauft wird. Alter, es ist so voll in diesem Laden. Das Ding ist, fürs Frühstück brauche ich gar nichts. Kim wird mich so hassen für mein Frühstück sowieso. Das tut mir jetzt schon leid, aber egal. Kim wird safe so ein richtig geiles Frühstück machen und ich werde ihr was nicht so Schönes da auftischen. Aber egal, sie muss da durch, weil das wäre mein normales Frühstück. Deswegen gucke ich jetzt direkt fürs Mittagessen. Ich bin ja das erste Mal hier in diesem Supermarkt einkaufen und ich habe keine Ahnung, wo ich irgendwas finde und ich finde keine einzelnen Möhren. Deswegen nehmen wir jetzt einfach erstmal so 2 Kilo. Mia kann die bestimmt gebrauchen. Die wichtigste Abteilung und auch die wichtigste Hauptzutat für das Frühstück. Weißt du was, ich glaube, ich bin so überzeugt davon, dass sie das mögen wird. Ich nehme direkt ein paar Packungen mehr mit für sie, dann kann sie das öfter frühstücken. Das ist einfach grandios. Wenn nicht, nehme ich das natürlich, das ist überhaupt kein Problem. Oh mein Gott, what? Was ist das hier für ein geiler Supermarkt? Also ich werde mir ja jetzt noch das hier als Frühstück machen, aber ich werde ab jetzt mein eigenes Frühstück über Bord werfen und mich davon ernähren. Das ist ja überkrass. We take some Zitronen, aber die sind nicht bio. Ich will Bio-Zitronen. Here are some beautiful Zitronas. Okay, 1, 2. Für mein Mittagessen brauche ich auf jeden Fall Pistazien. Aber ich finde die einfach nicht. Hier gibt es so krank viele verschiedene Nüsse und Kerne, aber keine Pistazien. Oh doch, hier sind Pistazien, aber die sind in der Schale. Ich will keine in Schale. Okay, hier sind Pistazien. Alter, 5,99 Euro. Das wird, glaube ich, das teuerste Mittagessen, das ich jemals in meinem Leben gemacht habe. Cool. Ey, es gibt ja 1000 verschiedene Kartoffelsorten. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, welche das waren, aber grün ist immer so ein Signal, dass etwas gut ist. Deswegen nehme ich. Julia ist ja vegetarisch. Deswegen werden wir Fleischersatzprodukte nutzen, um mein Essen nachzustellen. Deswegen nehmen wir diese crispy, veganen, vegetarischen Sticks. Ich habe gerade gemerkt, dass das meiste, was ich brauche, ich eigentlich sogar schon zu Hause habe. Deswegen muss ich voll wenig nur kaufen irgendwie. Aber unter anderem brauche ich das hier. Mmh, lecker, lecker. Und das hier, das brauchen wir auch, ganz, ganz dringend. Toll! Ich liebe Hummus so sehr und ich bin so traurig, dass ich es nicht selbst essen werden darf. War das ein deutscher Satz? Keine Ahnung. Ich bin einfach schon seit 30 Minuten auf der Suche nach Reiswaffeln und ich finde sie nicht und das macht mich total. Und hier ist eigentlich auch keine Mitarbeiter. Ich glaube, das Einzige, was mir jetzt noch hilft, ist Weinen. Oder? Wein. Ich kann das auch nicht zuordnen irgendwie, wo das sein könnte. Bei Brot? Warum müssen wir in so einen krank großen Scheiß... Geilen, der ist wirklich geil hier. Manche Menschen gucken mich so an, als hätte ich irgendwie einen Schaden oder so. Ich habe es gefunden. Halt mich fest, ne? Jetzt ist es endlich soweit. Wichtig ist es, Reiswaffeln Natur, ohne Salz und irgendwas. Das ist das Life, was wir brauchen. Willkommen in meiner Lieblingsabteilung. Chips und Cracker. Ich überlege, ob ich die hier nehmen soll, aber ich glaube, ganz ehrlich, wenn wir es jetzt so richtig realistisch machen wollen, was ich immer esse, dann müssen es die sein. Die sind einfach der Hit, Leute. Und honestly, ich glaube, ich bin jetzt sogar schon fertig. Keine Ahnung, ob ich was vergessen habe, aber im Endeffekt, egal. Das ist jetzt eigentlich auch schon fast alles, was wir brauchen. Um für diesen einen Tag zu kochen. Das andere werde ich auf jeden Fall im Internet bestellen, also beim Lieferservice. Das hört sich so komisch an, als ob ich das so von ASOS bestellen würde. Aber ja, ich glaube, we can go to the castle. Ich habe hier etwas in diesem Laden gefunden, was ich noch nie vorher benutzt habe. Also das ist so crunchy weiße Mandelcreme. Das hört sich in meinem Ohr einfach nach Heaven an. Und deswegen werde ich damit das Frühstück finden, obwohl ich das sonst eigentlich bei mir nicht mache. Aber ich glaube, dadurch hat Julia nochmal den extra Gourmet-Genuss in ihrem Frühstück. Wir sind wieder back at home mit den ganzen Einkäufen. Und Leute, ich habe noch diese Blümchen gekauft, damit wir jetzt einen wunderschönen Tag miteinander verbringen können. Okay, jetzt können wir kochen. Jetzt? Wir starten mit dem Frühstück. Endlich. Also bei mir geht's ganz schnell. Ich bin nämlich ein Mensch, Das Ding ist, du hast so krank viele Sachen da jetzt schon rumstehen, ne? Ja. Ich brauche halt nur das. Ach, keine Zutaten, natürlich. Ich esse nämlich von Wasser und Luft und Liebe. Ich werde halt das machen, was ich so jeden Morgen esse. Und das beinhaltet einmal gefrozen Bananas. Du darfst nicht gucken. Kim ist hier und kocht gerade nebenbei mein Rezept. Wobei ich mich auch frage, warum sie morgens was kocht, aber okay. Wir brauchen jetzt eine halbe Banana. Ich bin ja eigentlich nicht so der Frühstücker, deswegen ist mein Frühstück normalerweise immer ziemlich mager. Aber ich versuche heute mal so ein bisschen zu overtriben. Also nicht zu übertreiben, sondern eine normale Menge für einen normalen Menschen zu machen.
Das Schlimme ist, Leute, das war's jetzt halt. Das Einzige, was da jetzt noch reinkommt, ist ein Espresso für die gute Laune am Morgen, weil sonst habe ich keine gute Laune am Morgen. Wir machen jetzt hier doppelte Bohne, damit Kim auch ordentlich Koffein schon kriegt heute Morgen. Warum funktioniert das nicht? Funktioniert doch. Bro! Oh, da ist kein Wasser mehr drin. Now it's in and now it can start. Espresso ist drin und an manchen Morgen bin ich ganz, ganz crazy. Und ich würde sagen, heute bin ich auf jeden Fall crazy. Normalerweise mache ich da mal so ein bisschen Mandelmus rein. Aber heute kommt ein bisschen crunchy peanut butter. Das ist nämlich auch lecker. Toll. Ich brauche hier was. Weißt du, das ist so eine große Küche. Hier sind so viele Speisen. Brauchst du? Löffel. Ah, ich habe sie schon gefunden. Du brauchst gar nicht mehr independent. Wenn ich aufstehe und frühstücken möchte, dann muss das sehr fix gehen. Deswegen, ich ernähre mich seit 2 Jahren davon. Davon gibt es so viele verschiedene Sorten. Ich habe wirklich komplett jede probiert. Und ich habe sie nicht für mich probiert, sondern für Julia. Und ich habe herausgefunden, dass das die leckerste Sorte ist. Und deswegen wird sie jetzt einen wundervollen Porridge bekommen. Weißt du das auch, wenn du es hörst? Ja. Nein. Ich schwöre, es falsch. Für mich ist es wichtig beim Frühstück so viele Geschmäcker, so viele Konsistenzen. Das ist für mich wichtig beim Essen. Crunchiness, Smoothness, knackig. Ja, okay. Leute, dieses Ding spricht mit mir. Es macht Geräusche. Das ist back in the time, back in the future. Da steht eigentlich auf der Verpackung, da müssen 150 Milliliter, also 150 Gramm rein. Aber ich mache 100, das ist ja wie so ein kleiner Pipi-Schrei. Wir machen aber 155, weil dann... Kim. Was denn? Das muss ich... Guck mal, du musst das hier auch... Oh, aber ich kann das relativ gut damit portionieren. Kannst du mir das zurückmachen? 159 ist auch noch perfekt. Jetzt sieht das Ganze noch sehr dünnflüssig und nach Durchfall aus, aber glaub mir, wenn es 3 Minuten hier stand, eigentlich müsste das hier gleich werden. Oder, Julias, Wasser ist einfach anders. Scheiße. Und das gute Gemisch, das wird jetzt gemixt. Alright. Der Bums kommt jetzt hier rein und das wird jetzt... Warte, was passiert hier? Hallo? Oh, warte, ist nicht angestöpselt. Auch gut. Jetzt. Viel Spaß! Und das ist der ganze Zauber. Ich schwör's euch, Leute, das schmeckt so lecker. Wahrscheinlich denkt das auch nur ich, weil ich gestört bin. Aber egal. Ich würde das normalerweise einfach hier raus trinken, weil kein Bock, 2 Sachen zu spülen. Aber wir sind mal ausnahmsweise nett und fancy. Oh Mann, es passt nicht mal hier so perfekt rein. Ach toll. Jetzt kommt nur noch ein Strohhalm. Und für ein fancy Garnish habe ich jetzt noch Kakaonips rausgeholt, weil ich schwör's euch, Leute, dieses Zeug, das fühlt sich für euch jetzt vielleicht so ein bisschen so an, als würde das richtig hart eklig sein, weil warum sollte man Kaffee mit Haferflocken und Banane mixen und dann trinken, weil bar. Aber es schmeckt halt wirklich ein bisschen nach Schokolade. Und für den Fancy Crunch nehmen wir jetzt noch ein paar Kakaonips. Packen das hier oben drauf. Dann ist es auch fast schön und sieht nicht mehr aus nur wie pürierte Scheiße. Beautiful. Ich habe gerade einfach nur so irgendwo aus der Ferne gehört, dass Julia über mein Frühstück gesagt hat, dass das bekomme, dass es wie pürierte Scheiße ist. Also da kriege ich ja schon Bock direkt, ne? Guck mal, was ich jetzt hier für sie zauber. Ich habe hier extra die juicigste Mango, die ich finden konnte, aus dem Supermarkt geholt. Und jetzt werden wir die hier aufschneiden, als wären wir die exotischen Früchte-Künstler. Das mache ich wirklich eigentlich jeden Morgen und ich liebe es. Das ist jetzt schon mal das Topping für den Porridge. Aber ich weiß nicht wieso. Bei mir zu Hause ist der eigentlich nicht so flüssig. Ich glaube, das Wasser war nicht heiß genug und jetzt hat die Haferflocken nicht richtig aufgelöst. Es ist viel zu flüssig. Ja. Jetzt kommen wir der Sache doch schon näher. Jetzt ist es schon wieder fast zu breit. Aber ist okay. Ich probiere das jetzt mal, ne? Nicht, dass Julia hier irgendwas ist, was gar nicht der Wahrheit entspricht. Es entspricht wirklich nicht so der Wahrheit. Scheiße. Es schmeckt irgendwie anders. Dieser Joghurt, das Wichtigste. Es trifft nämlich jetzt heiß auf kalt und das ist purer Genuss. So, wenn dieser Joghurt da drin ist, wird das Ganze einfach nur noch schön angerichtet. Viele mögen das nicht, aber ich mache da immer noch so eine Reiswaffel rein. Ich zercrunch die so für den Ultra-Crunchiness-Level. Das sieht aus, als würde es in dieser Bowl schneien. Dann bekommt ihr ja diese Crunchy... Ich benutze dafür einfach diesen natürlichen Abschaber und tue das einfach hier in die Mitte und dann kann man da immer mal wieder so reindippen. Oh ja. Und ich lasse so ein bisschen was am Löffel dran. Das bedeutet, der erste Löffel, den sie nimmt, wird direkt richtig geil. Jetzt noch ein paar Haselnüsse und für die Gesundheit ein paar Kakaonips. Und schon wieder hat man sich selbst übertroffen mit einem Tütengericht. Du denkst, du arbeitest, keine Ahnung, ne, in dem krassesten Café der Welt, wenn du das siehst. Bin fertig. So. Good morning. Das fühlt mich schon schlecht. Ich bin halt nicht der große Frühstücker, ne? Ich kümmere mich bei meinem Tag eher so um Mittag- und Abendessen und das wird dann auch toll, versprochen. Mhm. Das, also jetzt denkt nicht, der ganze Tag wird so laufen, aber... Das Ding ist, gib mir Mühe, Mittag, Abend und Frühstück. Ja, aber wir müssen ja auch real bleiben. Dementsprechend ist das mein Frühstück. Ich hoffe, es wird dir schmecken. Und sieht so viel besser aus als das, was ich gemacht habe. Oh mein Gott, es tut mir so leid. Das ist halt mein Frühstück, damit ich so gestärkt in den Tag gehe. Ja, was sieht da aus? Da ist alles Wichtige drin, was du brauchst. Ja? Glaube ich. Also das Ding ist, ich trinke auf jeden Fall keinen Kaffee. Weil ich Guten bin Appetit! Sonst, ich bin sonst wirklich hyper. Ich esse jetzt mal mein Frühstück. Und?
Der schmeckt so scheiße, dass es schon wieder ein bisschen gut schmeckt. Das ist eine heftige Leistung. Ich würde den auf der Karte würde ich den Disgusting Shake nennen. Der ist bitter. Magst du das Ich gerade? Liebe den. Ich finde das so lecker. Das ist so Aber bitter. Es schmeckt noch so ein bisschen nach gesunder Schokolade, oder? Nach so Zartbitter-Schokolade. Ja, es schmeckt halt das, obwohl bitter. Halt keine Schokolade drin ist. Das ist so krass. Wow, Julia. Das sieht halt aus, als würde man das safe für 12 Euro in so einem Café kaufen können. Das hast du richtig krass gemacht. Dieser Porridge ist halt krass süß, ne? Ich mag sehr gerne süße Sachen. Also schmeckt mir. Ich finde es gut. Ich würde es mir aber nicht selber machen. Nein? Nee. Boah, sieht so lecker aus mit der Erdbeere. Mmh. Also man schmeckt, dass Tütenporridge ist. Das mag ich nicht. Bisschen zu süß und fake. Das hier ist mir ein bisschen zu bitter und fake. Muss halt bis zum Mittagessen warten. Das ist halt mein Lifestyle. Hä, wann isst du Mittag? Wie lange später? Ich trinke das so um 10 und um 13 Uhr esse ich Mittag. Okay, das geht. Ich esse das eigentlich immer erst um 12. Aber brauchst du dann überhaupt Mittag? So 16 Uhr, 17 Uhr. Was? Was denn? Da isst du Mittag? Ja. Okay, aber heute müssen wir das zeitlich ein bisschen anpassen. Sorry, aber ne. Da bin ich ja raus. Mittag und dann so um 21, 21.30 Uhr Abendbrot. Was denn? Ja, der Tag fängt ja erst ein bisschen später an. Ich würde sagen, wir treffen uns beim Mittagessen wieder. Vielleicht kann ich Kinder ein bisschen besser überzeugen. Und sie mich. Hä? Das ist mir halt zu süß. 5 Punkte. Von 10. 8 von 10. Guck mal, Leute, kaum mache ich die Kamera aus, hat die hier ihr Frühstück in der Hand. So ein Fake. Nee. Schmeckt es so eklig? Ess ich nicht jetzt. Das wollte ich nur noch mal angucken. Wir kochen jetzt Mittagessen. Ich krieg bestimmt nur so einen Green Protein Shake. Ich mach was richtig Geiles. Ich mach auch was richtig Geiles, aber ich gehe dazu weg. Ich mach das in einer anderen Sphäre. Okay. Ich muss dafür was Besonderes abholen. Komm rein. Ach so, du gehst jetzt echt? Ja gut, ich bleib hier in der Küche. Weil ich koche nämlich selbst. Vielleicht nur woanders hier. Ciao. Okay, ciao. Ganz ehrlich, Leute, ich habe das, was ich vorhabe, halt selbst noch nie gekocht. Ich hoffe, das wird überhaupt gut, aber es sah lecker aus. Das hier sind so die Main-Zutaten, die ich brauche. Das ist noch bei weitem nicht alles. Das, was ich jetzt koche, ist nämlich ein TikTok-Rezept. TikTok-Rezepte sind nämlich in meinem Alltag auch sehr, sehr oft vertreten tatsächlich. Also ich mache das nicht nur für Videos, sondern ich bin halt wirklich süchtig nach TikTok-Rezepten und probiere ganz viel auch so in meiner Freizeit aus. Das ist ein Roasted Broccoli Salad und der ist mit Perlen-Couscous, Leute. Ich habe noch nie in meinem Leben Perlen-Couscous gegessen. Und den gibt es auch in keinem Supermarkt. Aber ich habe den mal bei so einer HelloFresh-Bestellung dabei gehabt und nicht gemacht, warum auch immer. Die hat nicht so richtig gezeigt, was sie da macht. Dementsprechend muss ich das jetzt alles so ein bisschen so nach meiner eigenen Nase irgendwie hinkriegen. Let's go! Das kommt jetzt hier auf mein Backblech. Das ist einfach absolut viel zu viel Brokkoli für eine Person, glaube ich. Aber egal. Bisschen Salz und Pfeffer. Und dann kommt noch ein bisschen Öl oben drauf, damit das wunderschön roasten kann. Ich fühle mich wie so ein Sternekoch irgendwie. Ich habe noch nie Brokkoli geroastet. Den Ofen habe ich natürlich schon vorgeheizt. Und in der Zwischenzeit mache ich dieses crazy Zeug hier. Ich habe keine Ahnung, wie man das zubereitet. Und das steht hier halt auch nicht drauf. Deswegen probieren wir es einfach. Ich habe mich jetzt dazu entschieden, dieses Zeug, was ich jetzt nicht benennen werde, weil Kim in diesem Raum hier sitzt, aber nicht zuschaut. Ich koche das jetzt einfach in Wasser, als wären es Nudeln. Ist mir jetzt egal. Ich behandle das jetzt einfach wie Nudeln. Weil ich nicht weiß, was ich sonst tun soll. Und da kommen jetzt noch Salz rein. Und wir machen mit dem Dressing weiter. Okay, Leute, das Dressing, was wir jetzt machen, ist absolut umfangreich. Wir brauchen dafür Hummus, Sesampaste, Salz, Pfeffer, Zitrone, Olivenöl und irgendein Sirup. Sie hat Ahornsirup genommen, aber das schien mir irgendwie ein bisschen suspicious, deswegen nehme ich jetzt dieses Reissirup. Auch wenn Reissirup sich noch suspiciouser anhört. Wow. Okay, das Dressing ist fertig. Ich habe es noch nicht probiert. Mmh. Okay, da ist viel Zitronen dran. Aber ich finde es hammerlecker. Und der Brokkoli, der sieht ja so gut aus schon. Ich glaube, der braucht noch so 2 Minütchen. Und dann ist der Lachs auch schon fertig. Geil, das geht viel schneller, als ich dachte. Lachs. Hammer. Nee, es gibt keinen Lachs. Die Brokkoli-Röschen sind fertig und wunderschön roasted. Das Zeug hier ist auch fertig. Hier haben wir das Dressing. Der teuerste Crunch des Jahrhunderts ist auch schon bereit. Und hier ist noch Feta-Käse. Der gehört nämlich auch noch dazu. Das wird jetzt auf jeden Fall alles zusammengemixt. Und dann ergibt das hoffentlich einen wunderschönen, schönen, tollen Salat. Es fehlt nur noch das Dressing. Ich weiß nicht, wie viel ich davon jetzt so reinmachen sollte. Aber Dressing ist eigentlich geil. Ich knall immer richtig krank viele Dressing überall rein. Das sieht so lecker aus, ne? Ich will das einfach selber essen. Und es sieht so gesund aus auch. Oh mein Gott, ja. Das ist lecker. Da muss safe noch ein bisschen mehr Dressing rein. Warum gebe ich mir an solchen Tagen dann richtig Mühe mit meinem Essen? Jetzt ärgere ich mich.
Toll. Das schmeckt so gut. Ich hoffe, Kim wird's lieben. Und wenn nicht, dann finde ich es noch besser, weil dann kann ich den Rest essen. Tada! Wenn ich Mittag esse, dann, also, ich gehe schon oft draußen essen. Weil ich habe in Hildesheim so mein Lieblingsladen. Da gibt es so eine geile Bowl. Und ich liebe Bowls. Das ist was ganz Besonderes mit Sesamsoße und Mango. Und diesen Laden gibt es hier natürlich in Mainz gerade nicht. Aber ich habe etwas rausgesucht, was sehr ähnlich ist. Das ist halt einfach so wie so eine Poke Bowl. Ich habe ja vorhin nach so einem geilen Bowl-Laden gefragt. Und sie meinte, es gibt hier Porn Bowls. Das finde ich sehr gut. Hier gibt es natürlich auch so vorgefertigte Bowls, aber wir createn jetzt unsere eigene Bowl. Wir nehmen Sushi-Reis und Greens. Ich weiß jetzt nicht, was Greens sind, aber ich nehme immer Edamame, Tomaten, Mais, Gurke, Sesam Roasted Tofu. Hört sich auch geil an. Passt auch zu dieser Sesamsoße. Dann wählen wir unseren Crush aus oder auch unseren Crunch. Röstzwiebeln, immer geil. Wobei, ich habe vorhin gesehen, dass sie Röstzwiebeln hat. Dann kaufe ich doch nicht für 1,50 Röstzwiebeln. Ich glaube, Spinne, Alter. Das ist ja jetzt schon übel teuer. Und das Wichtigste, eigentlich Mango. Aber ich habe ja auch Mango noch vom Frühstück. Ja, ich mache das jetzt mal da rein, weil die müssen das da auch gut einarbeiten. Und dann das Allerwichtigste, die Sesamsoße. 20,50 €, Digga, das ist ja übel teuer. Aber das ist halt so das, was ich esse. Es hat gerade geklingelt und Julia kann sich jetzt wahrscheinlich schon denken, wie ihr Essen hierher kommt. Dankeschön. We have something very wonderful here. Oh mein Gott, geil. Es hat wirklich lange gedauert, ne? Die Zubereitung und so, das war echt anstrengend. Wir werden nicht gucken, ja? Ich stell's hier schon mal hin. Oh mein Gott, ich sehe jetzt schon, okay, es ist auf jeden Fall, boah, das sieht so geil aus. Weil ich aber Angst hatte, dass es nicht genau die Soße wird, habe ich mich vorbereitet. Ich habe sogar eine mitgebracht, das bedeutet, ne, wenn ein bisschen zu wenig Soße am Start ist, dann kann man hier noch nachnehmen. Weil die Soße, das ist die Seele des Essens. Oh. Ich bin so stolz auf dieses Essen und ich hoffe, es wird dir schmecken. Ist deine Bowl? Das Wichtigste an diesen Bowls für mich ist Mango und das Dressing. Falls nicht genug Soße dabei ist, oh mein Gott, hast du hier natürlich auch noch ein bisschen mehr. Das Sesamdressing von denen ist so lecker. Also kennst du es? Ich kenne das Sesamdressing von denen, ja. Ich liebe es viel. Aber diese Bowl-Combination kenne ich nicht. Nee, ich habe die auch selber zusammengestellt, deswegen war es auch sehr teuer. Wieso schon wieder? Mein Frühstück war voll kacke. Oder? Hä? Hast du schon gegessen? Ja, das schmeckt echt geil. Du hast von meinem gegessen, oder? Und, wie war's? Geil. Mmh. Toll. Ich bin froh über deine Decision. Was ist denn das? Also das ist ja... Fühlst du es gut? Mhm. Ah. Juhu! Das sind Pistazien da drin, die mich flashen, ne? Ja. Das ist ein Gummi essen. Was ist das für ein geiler Couscous? Es macht einfach Spaß, diese kleinen Dinger zu zerkauen. Es ist so fruity und gleichzeitig geil. War das easy zu Hallo? Sag mal. Hast du mit der Mango probiert? Mocker. Es ist schon sehr lecker. Ich glaube, ich gebe 10 von 10. Ey? Ja. Es ist auch nicht dein Rezept, ne? Du hast es nur ausgeführt, aber Spaß. Aber das hier ist auch richtig lecker. Also ich meine, du hast es nicht selber gemacht, aber du hast es gut ausgesucht. Ich habe nur Geschmack bewiesen. Das ist eigentlich auch eine 10 von 10. Aber ich weiß nicht, was ich geben soll. Das ist schwierig. Aber ganz ehrlich, es ist so lecker. Du hast es zwar nicht selber gemacht, aber 10 von 10. Ach, wir dürfen auch mal von dem anderen probieren? Mm-mm. Ach, so ist das. Mal lecker. Ich liebe das Video. Toll. Danke. Bitte, danke auch. Ja, das hast du ja auch bezahlt. Trotzdem danke. Welcome to Kim Caramel's Cooking Show. Ich habe mir hier, ne, im Kopf habe ich das geilste Rezept. Ich habe das Original vor 3 Tagen selber erst entdeckt. Seitdem ist mein Kopf darauf hängen geblieben. Ich wache auf, ich denke daran. Ich mache meine Augen zu, ich denke daran. Irgendwann random ist jetzt auf Klo, ich denke daran. Und zwar braucht man dafür eigentlich nur 2 Zutaten. Und die sind so leicht, die kommen aus der Erde. Einmal hier Kartoffeln und einmal Parmesankäse. Also wenn ich das hier sehen würde und mir jemand sagen würde, ich mache dir daraus ein richtig geiles Essen, würde ich sagen, ja, genau. Wir müssen erstmal diese Kartoffeln einfach so ganz normal... Wow, dieses Messer ist so scharf. Das ist ja krass. Und wir machen da so Wedges draus. All the potatoes are cutted and now we're gonna throw... Wir werfen da jetzt Olivenöl drauf. Das Ding ist, immer wenn ich das einfach aus der Flasche mache, dann kommt überall Olivenöl hin, aber nicht auf die Kartoffel. Deswegen mache ich das einfach mit so einem Pinsel. Da muss man halt auch einfach mal ein bisschen Zeit investieren. Ich hau immer so viele Gewürze drauf. Es schmeckt eigentlich am Ende wie geile Chips, aber halt also so geschmacklich. Aber es schmeckt trotzdem so nach Essen. Was ist das denn für ein geiler Salzstreuer hier? Ich mache ein bisschen Pfeffer. Und dann gibt es hier auch noch Gewürzsalz. Das ist auch noch sehr toll. Da kann man wirklich an anderen Enden sparen. Dann habe ich auch noch Knoblauch gefunden. Das mache ich eigentlich sonst nicht. Aber heute sind wir mal... Heute sind wir mal verrückt. Und süße Paprika. Das sieht so easy aus, aber es wird der Heaven on Earth. Die müssen jetzt erstmal 25 Minuten da drin bleiben und dann sehen wir uns wieder. Wer etwas so Deftiges im Mund spürt, der muss auch ein bisschen Frische dazu bekommen. Diese Karotte wird jetzt hier reingelegen. Per Handarbeit. Ich habe jedes Mal Angst, dass ich meinen Finger dabei abhacke oder meinen Fingernagel, weil der ist viel länger als irgendwie alles andere an meinem Körper. Aber man muss ja auch mal ein Risiko eingehen. Nun kommt ein bisschen Salat mit rein. Und auch hier muss man sich wieder konzentrieren, seinen Acrylic-Nagel nicht mit hineinzugeben. Nun befinden sich hier die 2 Salatzutaten drin. Ein sehr einfacher Salat und wir fügen hinbei ein bisschen Passata.
Ein Löffel Basala Kayum Öl. Essig. Öl. Was? Ein essbaren Löffel Olive Oil. Die gute alte Mayonnaise. Hier auch Frittensoße genannt. Da machen wir ein bisschen. Wir übertreiben nicht, ne? Ja, so ein paar Spritzer, ein paar Tunken. Zimt. Zitrone. Da muss man natürlich dann auch mal drauf achten, dass da keine Kerne mit ins Essen gelangen, weil das kann dann unschön werden beim Essen. Und wir würzen es ab. Alter, das ist ja hier. Habe ich irgendwas falsch gemacht? Irgendwie? Ich habe das Rezept auch nur in meinem Kopf und irgendwie in meiner Fantasie. Hast du Honig? Ja. Dann brauche ich auch nochmal. Also ich glaube, der Salat ist ready. Aber ja, der ist auf jeden Fall komplett Freestyle. Ich werde den jetzt vorsichtshalber einmal probieren. Und an diesem Punkt denke ich mir wieder, Kim, du bist fähig. Du bist fähig dazu, zu überleben. Ich habe die jetzt vor der Zeit rausgenommen, weil ich das Gefühl hatte, die werden mir hier sonst ein bisschen untergehen. Ich muss die jetzt alle einmal wenden. Hauptsache, ich habe diesen Pfannenwender in der Hand, wenn ich das sowieso mit meinen Fingern mache. Jetzt kommt der beste Step meines Lebens. Ja! Ja! Da darf man auch wieder nicht sparen, sonst spart man am falschen Ende. Jetzt sieht das noch aus, als hätte es einfach geschneit. Aber gleich, you're not coming klar. Der Countdown läuft. Es sind nur noch 7 Minuten, bis diese wundervollen Kartoffeln ready sind. Das bedeutet, wir kümmern uns jetzt hier noch um dieses Crispy Sticks Chicken und wir fahren die jetzt in diese Airfryer. Ich glaube, wir sind soweit. Eigentlich sind alle Sachen jetzt fertig und ich werde es jetzt anrichten. Jetzt ist der Salat auch noch mal so ein bisschen durchgezogen. Ich habe einen Trick, ich mach nur so ein bisschen von allem drauf, dann sieht das so gourmet aus. Und das ist eigentlich der Hauptakteur. Das ist wie die Oberseite von einem Käsebrötchen eigentlich. So. Ich mache das jetzt wie bei so einer Torte. Gourmet. Machen die das nicht auch immer noch so einmal so da durch und dann sieht das krass aus? Ja, nee, das kommt nicht so geil. Ich habe gehört, dass Kim auf jeden Fall kochen wird jetzt. Dadurch, dass ich heute schon einmal gekocht habe und ich weiß, dass ich das Mittagessen niemals toppen kann und ich halt an einem normalen Tag sowieso niemals zweimal kochen würde. Auf gar keinen Fall, habe ich gar keine Zeit zu. Deswegen werde ich jetzt mein Lieblingsessen bestellen. Und zwar Pho mit Tofu. Das ist so eine vietnamesische Suppe. Die ist einfach so unnormal lecker, Leute. Mikey hat sie mir damals gezeigt. Ihr kennt bestimmt noch Mikey von mir. Das ist Mikey. Oh Mann, mein Lieblingsladen hat momentan keine Lieferung. Warum? Nein. Der hat samstags zu. Ich glaub's nicht. Scheiße. Oh, was mache ich denn jetzt? Muss ich woanders bestellen? Aber ich weiß nicht, ob das dann gut schmeckt. Scheiße. Das Ding ist, das nervt mich jetzt, dass ich nicht die gute nehmen kann. Weil die beste Pho in Mainz gibt's einfach bei Bonjour Saigon. Ja, toll. Mann, 5,10 Euro bis zum Mindestbestellwert. Super. Ja, keine Ahnung. Ich werde irgendwas finden, aber ja, mein Essen ist somit zubereitet. Cool. Hauptsache, ich habe so extra das Essen auf eine bestimmte Zeit bestellt und jetzt kam es einfach eine halbe Stunde zu früh an. Kim ist halt noch die ganze Zeit am Kochen. Egal, du erkennst gar nichts. Also, nichts. Warum lässt mich schon mal auf etwas schießen? Ja, zum Beispiel. Da sind asiatische Jasminblüten drauf und das wird ja wahrscheinlich eher in die asiatische Richtung gehen. Bestimmt so eine Fee-Faux-Pas. Fee-Faux-Pas! Du hast das irgendwas erzählt. Ne? Was denn? Dass es nicht Faux heißt, sondern Fee. Fa. Hä, wieso denkst du, dass es das ist? Kannst du bitte nicht gucken? Ich guck nicht. Weil du sowas gerne isst. Hm. Weil das deine Lieblingsnudelsuppe ist. Ja, vielleicht ist es das, vielleicht aber auch nicht. We will see. Du hast halt recht, ich ja. So gut. Und das andere Schlimme ist, mein normaler Laden, bei dem ich das sonst immer kaufe, wo es wesentlich traditioneller ist als das hier, der hat zu. Ja, normalerweise sind da nicht so diese ganzen, warum sind da grüne Buschbohnen drin, so verstehe ich nicht was so. Was ist denn da? Und was soll dieser Pilz hier drin? Das gehört nicht in eine traditionelle Pfarr. Nein, wirklich. Aber das ist eine vegetarische Pfarr mit lecker Tofu. Und dazu habe ich noch Sommerrollen bestellt, auch mit Tofu. Perfekt. Die sind nämlich sehr lecker. Eigentlich sollte das Erdnusssoße sein, aber es sieht eher mehr so aus wie so Mango-Curry-Dip. Oh, geil. Oh, das riecht so lecker nach Käse. Und das ist wie so ein Slaw. Coleslaw, aber ohne Kohl. Okay. Weißt du, brauchen wir nicht lange drüber reden, muss man einmal mal probieren. Sind sie crispy? Sind sie? Oh mein Gott, John, ich kann nicht aushalten, ich will probieren. Oh mein Gott, die sind so crispy. Kim, das schmeckt so gut. Ja? Mm. Nein, guck mal, du musst die Nudeln mit so Sprossen und am besten auch noch mit Tofu. Und dann musst du so das so in den Mund tun und dann so ein bisschen Brühe hinterher und dann ist toll. Mm. Boah, ist lecker. Ich fühle mich irgendwie körperlich befreit. Schmeckt voll gesund, oder? Ja, das schmeckt voll lecker. Komm, ich hab's selbst gemacht. Schmeckt echt wie Koschler. I like it a lot. Hab das einmal gegessen bei meiner Mutter. Die hat das selber gemacht. Oh, das ist nicht gut. Das war super gut. Also jetzt beleidigt sie auch noch meine Mutter. Mama! Mama, hast du das gehört? Das ist so geil, diese Kartoffeln. Und die sind halt nicht frittiert. Es ist halt auch nur so eine dünne Schicht Öl drauf. Also insgesamt so ein Esslöffel auf den ganzen Kartoffeln. Hast du schon mal Sommer reingegessen? Ja, oder? Ich komme nicht vom Orbit. Andersrum. Doch, komm so. Sieht schon richtig geil aus. Ich bin so neidisch. Aber das hier ist eigentlich auch gut. Mm.
Is it good? Das ist eigentlich das perfekte Sommergericht, finde ich. Das ist das perfekte Immergericht, weil es immer geil ist. Wir können das nicht jeden Tag essen. Es schmeckt halt alles aber ein bisschen roh so. Mann, ja, das liegt an dem Laden. Ich habe im falschen Laden bestellt. Na gut, wenn wir das jetzt mal nicht bedenken. Was gibt's so für eine Punktzahl? Ja, 7,5 von 10. Ist in Ordnung. Es ist nicht der gute Laden und ich habe es nicht selber gemacht, deswegen bin ich nicht beleidigt. Aber das ist cool. Schmeckt gesund. Du? Schmeckt gesund, fühlt sich gut an, ist nie positiv, Kim. Vielleicht in dem Moment nicht. Aber das hört sich dann so an, als würde es nicht schmecken. Weil gesund und fühlt sich gut an, heißt meistens, es schmeckt nicht. Doch, schmeckt irgendwie schon. Es ist anders, als was ich sonst esse. Und ja, das ist cool. Nein, kann ich mal probieren? Nein. Nein? Also ich gebe 8,5 von 10. Warum? Nein, 9 von 10. So holt man immer noch einen halben Punkt raus, Leute. Also die Kartoffeln sind wirklich hardcore geil. Und wie easy. Das einfach ist auch hardcore geil. Ja, 9 von 10. Wir hoffen sehr, dass euch dieses Video gefallen hat. Mir hat es auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Ja, das war's. The day is over. Krieg ich keine Süßigkeit mehr oder so? Ist dein Gemüse. Mann. Schaut auf jeden Fall auch bei Kim vorbei, da haben wir auch geile Videos gedreht und sie macht generell geile Videos, deswegen schaut vorbei. Tu ich das? Ja, tust du. Danke. Es sei denn, du beleidigst meine Fö. Ich dachte, du sagst jetzt Mutter. Ich so, nein, das hast du gemacht. Das habe ich gerade getan. Hier kommt ihr zu Kims Video, kommt ihr zu meinem letzten Video und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Knutsch. Boah, ich muss... Komm. Ich hab's schon die ganze Zeit gespürt.